Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier zwischen den Jahren. Und ich hoffe, Sie hatten eine wunderschöne Weihnachtszeit mit leuchtenden Kinderaugen idealerweise und einer besinnlichen Zeit und freuen sich jetzt so ein bisschen mit Ruhe und etwas Muße für die eigenen ganz privaten wichtigen Dinge auf den Jahreswechsel und auf einen Neubeginn, wieder im neuen Jahr mit neuen Themen. Ja, eigentlich ja, ist es ja gar kein Neubeginn, es läuft ja einfach so weiter, aber trotzdem fühlt sich so an, als könnte man da alles wieder von vorne beginnen und das auch ganz gut, so ab und zu mal eine Zäsur zu machen, zurückzublicken, einen Abschnitt abzuschließen und wieder neu zu starten, mit neuem Elan ranzugehen, und ich wünsche Ihnen, dass Ihnen das gut gelingt. Die Märkte sind recht ruhig jetzt hier zum Jahresende, auf sehr freundlichem, hohem Niveau, und das nächste Jahr wird sicherlich wieder sehr, sehr spannend werden, aber dazu dann im Januar mehr dazu. Das soll jetzt heute zwischen den Jahren gar nicht mal unser Thema sein, sondern vielleicht so ein bisschen ein Blick ein bisschen auf das Beschauliche. Denn finde ich, für jeden war das Weihnachtsfest ein besonders schönes. Es gab natürlich auch viele, die mussten an Weihnachten arbeiten. Die waren für jene da, die in Schwierigkeiten waren. Und so ging es uns auch. Wir hatten pünktlich zum Heiligabend einen sehr schweren Verkehrsunfall im engsten Familienkreis. Und da weiß man noch nicht, wie es ausgeht. Und da waren wir sehr froh über all die, die dann auch am Heiligabend noch für uns da waren. Dazu kam pünktlich, fast zeitgleich, noch eine schwere Erkrankung bei unserem vierbeinigen Familienmitglied dazu. Und so kam das dann alles auf einen Schlag. Und da war plötzlich das gar nicht mehr so ein fröhliches Weihnachtsfest. Aber ich glaube, das sind genau die Momente, die zum Leben dazugehören, die auch sein müssen, in denen man eben wieder mal ja geerdet wird, in denen man nicht so euphorisch wird. Und das ist dann so wie an der Börse, dieses Auf und Nieder. Es gehört beides dazu zum Leben. Es gehören die fröhlichen Zeiten dazu und man muss eben auch mal durch die schweren Zeiten durch und muss sich mit denen arrangieren, und da nutzt es auch nichts, dazu lamentieren und sich zu beschweren und das Unglück verantwortlich zu machen, an der Börse wie im Leben, sondern man muss es so nehmen, wie es kommt, damit umgehen, es bestmöglich gestalten, anderen Hilfe sein, Hilfe von anderen annehmen, ja, und den Optimismus nicht verlieren und die Hoffnung darauf, dass es im nächsten Jahr besser wird oder einfach schon am nächsten Tag, und das eigene dazu beizutragen und mit der Situation so normal und so, ja, so gut wie möglich damit umzugehen und sich daran zu erinnern, wie viele wunderschöne Weihnachtsfeste man hatte, die sorglos waren, und dann ist eben auch mal eins dabei, das nicht so toll ist. Das nächste wird wieder umso schöner, und das vielleicht so ein bisschen auch als kleiner Mutmacher für all die, die jetzt nicht so ein tolles Weihnachtsfest hatten und die jetzt zum Jahreswechsel vielleicht auch ein paar Sorgen mit sich tragen. Das nächste Weihnachtsfest wird vielleicht schon ein viel besseres. Zumindest können wir das unsere dazu beitragen, dass es das wird. Und diesen Mut möchte ich Ihnen gerne mit ins neue Jahr geben. Machen Sie was draus. Machen Sie die Welt jeden Tag ein kleines bisschen besser. Die große Weltpolitik, die können wir nicht verändern. Unsere kleine, ganz persönliche Welt, die können wir selbst verändern. Wir können entscheiden, wie wir mit Problemen umgehen, mit unserem eigenen Denken umgehen, wie wir mit Situationen umgehen und vor allem auch, wie wir mit unserem Nächsten umgehen, der direkt neben uns sitzt, sei es in der Familie, sei es im Freundeskreis, sei es beim Einkaufen, beim Bäcker. Und mit den Menschen, die direkt um uns herum sind, denen bestmöglich eine Hilfe zu sein, für die ein gutes Wort zu haben, für die da zu sein und damit die Welt ein ganz kleines bisschen besser zu machen. Und das setzt sich fort, und der, der ein freundliches Wort empfängt, wird es wahrscheinlich auch weitergeben, wird dem Nächsten gegenüber auch eher freundlich als unfreundlich sein, und ja, so zieht das seine Kreise wie so ein Stein, den man ins Wasser wirft. Und wenn das viele von uns machen, und wir sind ja nur hier ganz viele beieinander, ja, dann sind es ganz viele Kreise, die sich ziehen, und dann verändern wir doch ein bisschen die Welt. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass Sie mithelfen, dass wir gemeinsam die Welt, unsere ganz reale, ein kleines bisschen besser machen. Nicht nur jetzt zur Weihnachts- und Jahreswechselzeit, sondern im ganzen nächsten Jahr 2020. In diesem Sinne, alles erdenklich Gute, Ihr Dirk Müller.